Und schon sind wir im Oktober mit den Events im Rahmen des 20-jährigen Jubiläums der ersten Spiele, also Pokémon Rot und Grün. Und es gibt in diesem Monat Keldeo. Zusätzlich soll es auch bei GameStop eine Vulkanion-Verteilung geben, also von dem Pokémon, welches im 19. Pokémon-Film eine tragende Rolle spielen wird. Allerdings das noch nicht. Jetzt gibt es erstmal per Internet Keldeo. Und dann gibt es noch im November und im Dezember Meluetta und Genesect. Und dann war es das auch schon. Dann sind wir die komplette Liste durchgegangen. Dann gibt es keine Events mehr. Dann ist auch das Jubiläum abgeschlossen. Und ihr könnt dieses Pokémon bis zum 24. Oktober empfangen. Coole Sache, wie ich finde. Und mal schauen, ob es verfügbar ist. Ansonsten, ja, ist es dumm, weil dann schaue ich in die Röhre und dann habe ich das jetzt hier vollkommen sonst gestartet, hier mit der Aufnahme. So, ja, das war ursprünglich als Verteilung bei Pokémon Schwarz und Weiß erhältlich. Und jetzt gibt es das Ganze auch auf der 6. Generation. Und entschuldigt gerade die Hintergrundgeräusche, das war gerade von dem Feuermelder. Sieht ein bisschen erwachsener aus als in den ersten Spielen oder im 15. Pokémon-Film, wo es eine Hauptrolle gespielt hat. So, dann hätten wir das. Ja, lasst euch nicht abschrecken von den Hintergrundgeräuschen. Wie immer gibt es natürlich jetzt noch den Overview über dieses Pokémon. Was kann es denn? Was kann es nicht? Ja, ich hasse es, wenn man nicht ungestört zu Hause ist. So, wir sind dann natürlich in Pokémon XY. Oder Pokémon X eher gesagt. Was ich aber jetzt playen werde. Irgendwann mal. So, her damit. Dankeschön. Keldeo. Und ja, wir werden auf jeden Fall bald wiederkommen. Achso, ich will es ja ablegen. Stimmt. Nicht verwechseln, das darf man das. Ich weiß, ich spreche gerade so wie Yoda, aber egal. Ist auf Level 100, trägt was für ein Item. AP Top, kann Wasserdüse, Silberblick, Doppelkick, Blubstrahl und hat ganz coole Werte. Ja, netter Ort. Und ein nettes Wesen, ich weiß nicht. Oliver's PC ablegen. Ich meine, wenn man Viridium, Terrarium und Verisium hat, kann man dem hier irgendwo eine Attacke beibringen. Schwert der Redlichkeit, whatever. The Sword of Justice, wie man im 15. Pokémon-Film gesagt hat. Und ja, dann sehen wir uns wieder bei der Vulkanion-Verteilung, wenn ich dann die Codes vom GameStop habe, wohlgemerkt, was wahrscheinlich noch ein bisschen dauern wird im Oktober. Bis zum nächsten Mal und ciao!